Heute ist es soweit, wir entplompen hoffentlich mit Hilfe vom Zoll den Container. Also die Flugzeuge sind schon seit einer Woche da, aber dürfen noch nicht geflogen werden. Und heute ist es soweit, vielleicht reicht es ja auch schon für eine Nachmittagsrunde. Und wir sehen uns. Das Flugzeug will haben. Hi aus Worcester. Wir sind immer noch am Container ausladen. Das Ganze gestaltet sich ein bisschen schwieriger als gedacht. Erst muss man natürlich Bolzen suchen, dann geht der eine Flieger nichts haben. Es sind insgesamt 4 Flugzeuge, 3 Arken, eine ASG32. Und ja, es dauert halt alles. Wir haben ungefähr angefangen um 11 Uhr. Jetzt ist es 2, sind immer noch im Ausladen. Aber vielleicht schaffen wir es ja noch für eine schöne Abendrunde oder dann eben morgen gescheit. So this is something not everybody gets to see. So this is what it looks like inside a special modified container made for glider planes. And there is lots of stuff inside. Really everything from wing walkers to wing stands to fuel to batteries and of course 2 or 4 precious gliders. Here you can see what the container looks like from the inside. It's really interesting how all the wings are mounted onto the top of the container and onto the side. Really interesting construction. So, zweite Fuhre Wasser. Kleines Kleidungsupdate, weil meine Schultern sind leicht verbrannt trotz Sonnencreme. Es ist super heiß, es ist super wichtig, sich einzucremen. Ich habe im Gesicht 50er, auf die Schultern nur 30, gedacht, meine Haut wird schon aushalten nach 4 Wochen Spanien. Ja, man lernt aus seinen Fehlern. Jedenfalls, ihr könnt vielleicht sehen, der Flugplatz ist wunderschön. Alles ist sehr, sehr trocken. Wir haben hier richtig nice Bungalows, wo wir übernachten. Wir haben super viele Hallen. Unsere 2 Arken werden auch in der Halle gelagert werden und das ist echt cool. Also ich finde es hier so toll. Ich mache euch vielleicht später einfach eine Flugplatzführung. To unload the entire container, we were over 7 to 8 people, and it took lots of strength, and I obviously was not too much of a help. I tried my best, but those wings are really heavy, and I took all the small parts, but you need proper muscles to do this job. Kurzes Statement zum Aufbauen von den Containern. Wie schwer, wie einfach ist das? Würdest du sagen, es ist ein großer Unterschied zu aus dem Anhänger aufbauen? Also man, 32 sollte man sich nicht kaufen, wenn man aus dem Okay, ja, der Rest, der steht jetzt auch so halb aufgebaut. Wir warten jetzt einfach mal. Es ist allein schon geisteskrank, dass wir hier so tief fliegen und so schnell fliegen. Das ist so daheim, wenn man so schnell fliegen würde wie wir jetzt. In der Höhe würde man halt außen landen oder keine Ahnung was. Da würde dich jeder viel verrückt erklären.